Herzlich willkommen zu Dishonored Definitive Edition. Willkommen zurück zu dem Spiel, welches ich schon seit Jahren nicht mehr gespielt habe, welches ich wirklich feiere und worauf ich mich auf den zweiten Teil wirklich sehr freue. Und meine grammatikalische Ausdrückung war gerade total für den Arsch. Aber komme ich mal zum Thema. Bevor ich jetzt weitermache mit Lord Pendleton oder Pendleton, was weiß ich, sieht bestimmt auch aus wie diese Hackfressen von letzten Part. Möchte ich mich mal ganz kurz über was aufregen, und zwar über Leute, die einfach zu viel Geld machen. Ich wollte darüber eigentlich mal ein Video machen, ein Meinungsvideo, mit einem Kumpel zusammen, und zwar mit dem guten Jay. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, falls nicht. Er hat auch ein COD-Mashup, die Folgen von Rick Wars und Headshot Hunter hat er mitgewirkt. Und ich komme hier gerade irgendwie nicht rüber, komischerweise. Jetzt habe ich es mal geschafft. Ja, und es wird in diesem Video um das Thema YouTube gehen. YouTube Deutschland. Und ich bin auch einer, der sich darüber auskotzen will, so wie viele andere auch, weil es einfach unerträglich ist. Ich bin ja dafür, ganz ehrlich, ohne Witz, dass man mit YouTube kein Geld verdienen sollte. Bin ich ganz ehrlich. YouTube ist so eine Sache, da sollte man kein Geld mitmachen. Weil, ja, YouTube ist Hobby, YouTube ist eine Internetseite, wo jeder Spasti, wie man ja auch heutzutage sehr oft sieht, allein sowas wie KS Freak und so welche Opfer, sage ich jetzt einfach mal ganz offen, die haben Geld einfach nicht verdient für so welchen Scheiß, den sie da fabrizieren. Unmöglich sowas, aber gut, kann man leider nicht ändern. Ich hoffe, man kann es irgendwann ändern, indem YouTube frei von Geld wird, dass sich jeder Spasti dann eine Arbeit suchen muss. Sind Sie zur Beerdigung gegangen? Und es ist verdammt traurig, was aus YouTube geworden ist. Deswegen, ich hoffe mal nicht, dass das irgendwann mal so weitergeht, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, weil dann werde ich YouTube echt verlassen. Ich schwöre es bei meinem Wort. Gut, Lord Pendleton. Corvo, die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte, unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Havelock sucht nach ihnen. Alles klar, Havelock und Martin. Gut, dann werde ich mich jetzt mal dahin begeben. Ich will jetzt auch gar nicht weiter darüber reden, dafür gibt es ja das Meinungsvideo und das Meinungsformat, und das werde ich dann auch aufklären, weil ich hasse sowas. Und ich hoffe, ihr auch. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Coole Sache. Alles klar. Dann geht's ja jetzt sofort weiter. Hier finde ich jetzt absolut keinerlei Herz. Ach, Herz, genau. Keinerlei Rune. Keinerlei Knochenartefakt. Alles super. Aber ich möchte noch ganz kurz hier zu meinem... Ah, Essen. Ich dachte erst, das war Geld. Zu meinem Lieblingsarzt oder Wissenschaftler. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. So, lass mal sehen. Ich bräuchte... Oh ja, die bräuchte ich auf jeden Fall. Volle Pulle. Gibt es wieder irgendwelchen Runenplatz, den ich mir kaufen kann? Nein, leider nicht. Maskenoptik 1. Nee, das brauche ich nicht. Die Anzahl mitgeführter Granaten. Bla bla bla. Ich glaube, Armbrustreichweite ist eigentlich ganz geil. Nehme ich mal mit. Bolzenkapazität ist aber scheiße, weil dafür kriege ich ja hier keine Bolzen, sondern nur da. Das macht für mich echt noch gar keinen Sinn. Das brauche ich auch nicht. Das kriege ich ja gar... ich bin fertig.
Nice, nice. Betäubungsbolzen sind... Boxen, genau. Bolzen sind das Einzige, was wir brauchen. Wie immer eigentlich. Samuel. Auf zur Caldwin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. Das wird wieder eine Nachtmission, das kann ich wahrscheinlich jetzt schon sagen. Caldwin-Brücke. Erforsche verlassen, ja, okay, gut, das wissen wir ja. Die Brücke war, glaube ich, recht cool. Glaube ich. Ich kenne das noch so ein bisschen, dass man da unten so langlaufen konnte. Irgendwie so war das. Wissen tue ich es aber nicht mehr wirklich. Ihr merkt's ja. So, und ich glaube, ab heute hat... Nee, oder? Nee, ich glaube, heute ist schon Dienstag, wo diese Folge hier kommt. Hat schon die Woche ja angefangen mit dem LP-Urlaub. Ihr wisst ja alle Bescheid, falls nicht, ihr guckt das eine Video, das habe ich so genannt. Ja. Was sagen Sie dazu, Corvo? Die Caldwin-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Naturphilosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Ja, sehe ich auch so. Zeig mal her. Aufgaben. Nein, nein, Aufgaben. Dankeschön. Der kaiserliche Arzt. Entführen, ja, bla bla. Da wären wir. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolovs Gemächern auf Sie, Corvo. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Also in dem Gebäude da ungefähr, alles klar. Südlicher Bridgeway. Hier müssen wir eigentlich gar nicht uns umgucken. Wir wollen natürlich nur das Wichtigste, die Runen und die Knochenartefakte. Das andere kann uns eigentlich egal sein, weil so viel Geld brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Ausgangssperre heißt, dass niemand auf der Straße herumlaufen kann. Sudele, da würde ich mal sagen, gehe ich mal da hinten hin. Du erinnerst ihn nicht. Du schnappst ihn dir einfach und dann prügelst du ihn zu Tode. Klar? So, die sind da hinten allesamt. Hier rüber kann ich nicht zufälligerweise, oder? Geht das? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Caldwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Caldwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Kommen wir denn da durch? Ah, die beschissene Fnappus. Wir müssen wahrscheinlich durch die Tür. Okay, das hat keiner gehört. Schwester? Du bist so ein Hetzkopf. So, hier sieht ihn keiner. Das sind ja nur Kugeln, ey, verdammt. Egal, ich brauche eh nichts. Ich warte noch, bis der sich hier umdreht und dann versuche ich mal da durchzugehen. Mal gucken, ob das klappt. Falls nicht, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Dann muss ich mal härtere Geschütze auffahren. Nein, will ich natürlich nicht. Ich möchte jetzt keinen hier umbringen. Oder sonst was. So. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt.
Auf Anordnung des Hier ist nämlich gar keine Tür. Sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung! Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Wie komme ich denn da jetzt durch, ist die Frage. Ist hier eine Tür? Oh ja, tatsächlich. Okay, umgucken. Alles klar, okay. Gut. Dann wollen wir mal ins Werk gehen, ein bisschen was klauen hier. Oh, hier ist ein bisschen Erz, das ist nice. 40 Münzen mal wieder. Sparen wir uns, glaube ich, ein paar... okay, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Sparen wir uns, glaube ich, wieder ein paar Tränke. Das Spiel kann man auch ohne Kräfte komplett durchspielen. Klar, mit Schwert und alles, aber... Kann man das auch ohne Gewalt dann schaffen? Das ist so die Frage, die ich da habe. Was, eine Verbesserung für was? Schleichschuhe? Habe ich das gerade richtig gelesen? Das ist ja natürlich nice. Schleichschuhe würde ich mir natürlich sogar kaufen. Das wäre echt ganz cool. Wenn ich das wirklich richtig gelesen habe. Ich könnte zwar jetzt nachgucken, aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Und ich glaube, hier war das mit der Mission mit dem Wal, der eine Kombination drauf geschrieben hat. Okay, das soll mir jetzt was heißen. Was bringen? Ich kann jetzt hier so runter. Ach, ich kann das als Deckung benutzen wahrscheinlich. Oder auch nicht. Was soll ich denn mit der Kette machen, bitte? Ach, Moment, ich brauche einen Öltank, wa? Ja, ich brauche einen Öltank. Gut, dass hier hinten ja welche sind. Speichern wir hier. Aber das ist dumm, wenn ich jetzt hier speichern würde. Da ist das Herz. So, hier werde ich jetzt auch mal speichern. Kann ja sein, dass jetzt hier irgendwas passiert, was mich total überrascht und dann bin ich am Arsch. Das möchte ich natürlich nicht. Oh, komm mal so ein bisschen... Das war geil. Weißt du noch immer wegen des Würfelspiels? Nerv jemand Wo ist jetzt hier... Ah, das ist hier drin, ne? Von der anderen Seite blockiert. Wollte mich eigentlich komplett verarschen. Tatsächlich, da hinten ist ein... Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Ach, warte mal, hier kann man ja durch. Warte, waren da gerade Münzen? Herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. So, wie kann ich jetzt hier rum? Alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Ausgangssperre in Ah, das ist eine Kette, alles klar. Nice. Ich hoffe mal, das klappt. Aber es müsste eigentlich klappen. Von 5 Runen. Okay, das ist schon mal gut, dass ich das jetzt weiß. Wie viele Kräfte kann ich denn jetzt noch
abwerten, genau, aufwerten. Vitalität wäre für später gut. Nachtsicht wäre natürlich noch besser. Ich würde sagen, Nachtsicht machen wir dann schon in diesem Part, wa? Also, in diesem Level hier. Nicht in diesem Part. Da unten ist einer. Wo ist jetzt das Knochenartefakt? Da hinten. Das heißt, ich müsste hier runter. Das heißt wiederum... Ich muss hier weg. Shit. Shit. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich glaube, ich nehme mal einen Trank. Ich dachte jetzt echt, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Ich wusste gar nicht, dass da unten auch noch einer ist. Das ist jetzt... Ich komme hier nicht hin. What the fuck? Bin ich hier eigentlich jetzt? Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Komm hoch da jetzt. Komm hoch. Oh. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell weg. Er kommt jetzt eh zurück. Oh shit. Ich glaube, ich sollte meine Bolzen benutzen. Es sei denn, er dreht sich mit dem Rücken zu mir. Dann kann ich ihn noch schnell erwürgen. Wenn er jetzt kommen sollte, ist er tot. Also nicht tot, sondern betäubt. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Na komm, trau dich. Komm, komm, komm. Okay, nice. Nice. Da ist es. Mein Artefakt der Begierde. Ich glaube, ich sollte mich hier lang schleichen. Ehe der mich da hinten, der sieht. Shit, schnell wieder rein. Hier ist ja schon das Ziel, ich Idiot. Irgendwie muss ich nach da hinten. Das wird dann wohl doch durch diesen Weg dann möglich sein. Boah. Alter Falter, ey. Hier ist Action, du, das glaubt er nicht. Ja, super schön versteckt. Ist hier noch einer von den Kackbratzen? Ne, sieht nicht so aus. Na, dann ist ja gut. Dann brauche ich den ja nicht mal richtig verstecken. Ne, ich lasse die Brücke nicht runter, ich bin doch nicht doof. Noch ein Artefakt, ich bin gleich da bei dir. Mein Friend. Nice, hat alles geklappt. Und Knochenartefakt. Wink des Schicksals 2. Wink, 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 wink. Hin und wieder gibt... was? Hin und wieder gibt, stellt ein Trank dein Mana vollständig wieder her. Hin und wieder gibt. Okay. Warum habe ich das sofort ausgerüstet? Okay, ich kann jetzt wieder zurück auf jeden Fall. Das war ja jetzt nicht ganz so schwer.
hier der erste Part. Also der erste Part dieses Levels meine ich jetzt. Nicht der erste Part im Level. Moment, das ist beides dasselbe. Vergiss, was ich gesagt habe. Einfach nicht hinhören. Und einfach mal drauf scheißen gerade. Einfach mal hardcore-mäßig drauf kacken. Dann wird alles gut. Du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Halt Maul. Jupp. So leicht geht das. So leicht kann man einen Teil eines Levels von Dishonored 1 erledigen. Ich wurde nicht mehr entdeckt. Das ist doch schön. Mal gucken, ob wir das diesen Part, diesen Level auch schaffen. Ich glaube aber nicht. 20 Minuten habe ich noch. Das ist... Nein, das schaffe ich nicht. Niemals. Aber auf jeden Fall... Fortschritt ist auf jeden Fall da. Darüber kann man nichts sagen. Zwei Runen sind in diesem Level. Keinerlei Knochenartefakte und da stehen schon welche. Selbst ein wohlhabender Mann wie Sie braucht die beiden Runen sind sogar relativ nah beieinander. Und töten, wohin man sieht. Und die Weiner, pardon, die solchen Opfer sind noch viel schlimmer. Sie halten nichts von der so, ich warte mal. Ausgangssperre. Mich herauszufordern, wird Ihnen gelingen. Ich merke, hier gibt es wahrscheinlich sehr viel... Ach, hier ist was zum Lesen für euch. Hier gibt es wahrscheinlich sehr viel... Was? Pratchett's Schlüssel erforderlich? Ja, sag mal, wer ist denn Pratchett? Ich kenne nur Brexit, aber nicht Pratchett. Das ist bestimmt so eine Ausschweifung. Oh, hier ist anscheinend auch noch ein Safe. Irgendwo an der Wand? Am Gemälde? Was ist das? 100 Wert. Erinnere dich an Pratchetts Gedächtnisstütze. Erinnere dich daran, dass die Wahrheit in den Gemälden steckt. Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den geschärften Straßen. Gehe weiter, bis du einer vor Anker liegenden Walfänger siehst. Von dort suche nach dem Schlachthaus und die Wahrheit wird sich dir offenbaren. Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den Geschäften... Ja. Gehe weiter, bis zu einem Anker. Eine Notiz sagt, dass seine Tresorkombination in einer seiner Gemälde versteckt ist. Die Straßen. Ich sollte sie alle herauswerfen. Jeden von ihnen. Es muss also. Ich gehe noch eins nach oben. Vielleicht ist ja hier noch was. Dieser Abschaum konnte doch sehen, was auf sich zukommt. Auf jeden Fall habe ich schon mal den Schlüssel, das ist ja nice. So, nochmal gucken hier. Gemälde. Ah, hier, Slaughterhouse 3. Es ist immer eine Zahl. Okay, die Straßen von Dunwall. Irgendwo muss es ein Gemälde geben mit den Straßen von Dunwall. Hier haben wir mal eins nach unten. Ich dachte gerade schon, ey. So, the Streets of Dunwall. Da ist ein Gemälde. Was die Straßen von Dunwall sind, das ist eine 4. Die 4. Okay, merken wir uns mal die 4. Okay, 100. Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit so rumlaufen muss, aber geht halt nicht anders. Leider.
Moment, ich guck nochmal die Notizen durch. In einem Gemälde versteckt ist ja, das weiß ich ja, aber wo ist denn jetzt die Notiz? Das Schlachterhaus ist das letzte, das ist die 3, also 4. Hier muss noch eine 7. 4, 7, 3. Mal gucken, ob das klappt. I'm so sorry. 4, 7, 3. Ey, ich bin der Beste. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich kann's. Ich kann es wirklich. Und irgendwie habe ich gerade was über mein Handy gehört. Ich muss mal den Ton ausmachen, ganz kurz. Anscheinend schon 12 Nachrichten, habe ich alle nicht gehört, außer jetzt gerade eben die. Gut, dann gehen wir jetzt mal einen Stockwerk wieder nach oben. Ach nee, Quatsch, Moment. Warte mal, geht's hier doch irgendwo rein? Ja! Okay, Tagebucheintrag werde ich jetzt trotzdem nicht lesen. Wo ist denn hier die Route? Da! Sogar ein Outrider-Dings. Out. Aus. Ja, ihr wisst schon. Flüsse ändern über viele Zeitalter ihren Lauf. Bis eines Tages alle Brücken einstürzen. Vor 1000 Jahren stand an dieser Stelle eine andere Stadt. Ihre Bewohner schnitzten Runen aus Walknochen und ritzten mein Zeichen hinein. Kinder finden sie noch heute angeschwemmt am Fluss. Anton Sokolov hat meine Runen eingehend studiert. Doch ihm fehlen deine Begabungen. Er war weder auserwählt, noch trug er mein Zeichen. Und so bleiben ihm ihre Bedeutungen verborgen. Sokolov glaubt, mein Erscheinen vor ihm mit speziellen Worten und Handlungen erzwingen zu können. Er durchsucht alte Tempel in Pandissien und Kellergewölbe im überschwemmten Bezirk und führt grausame Rituale unter der alten Abtei durch. Aber wenn er mich wirklich treffen will, sollte er versuchen, etwas interessanter zu werden. Okay. Ist gebunkt, würde ich mal so sagen. So, Nachtsicht verbessern, zack. So, das nächste ist der Zeit verlangsamen und ja. Das war es dann wahrscheinlich dann auch. Schnell, der dritte Tagebucheintrag. Wo sind die anderen beiden bitte? Warum leuchtet denn der hier so? Und der hier... Achso, der ist kaputt. Okay. Ah, hier ist der zweite. So, hier habe ich jetzt nichts mehr verloren, wa? Nö, irgendwie nicht. Ah, jetzt kann ich auch die Sachen sehen. Stimmt, Geld und so. Und Essen. Der Teller war wirklich was wert. Wow. Okay, das wusste ich nicht, aber ist jetzt auch egal. Wir werden das auf jeden Fall mehr auf dem Weg sehen. So, und auch mehr einsammeln wahrscheinlich. Wo ich jetzt hier unten ehrlich gesagt nicht hin will. Da ist zwar irgendeine ein Braudings. Ich möchte jetzt hier meine Höhe nicht unbedingt loswerden. Ich möchte sehr gerne da hinten hin. Und hier ist echt nichts mehr sonst. Krass. Die Brücke. Jetzt wird's interessant. Was machen wir? Wir könnten natürlich da unten hin. Was machen wir? Das ist jetzt echt die Frage. Es gab Zeiten, da konnten wir so... Ja, das ist knapp.
Ha. Nicht leicht, nicht leicht. Ich finde es krass, dass ich selbst hier hoch kann. Das ist echt Hammer. Ja, komm. So. Hey, gib mir deine Sachen. Brandbolzen. Mich sieht hier echt keiner, das ist gut. Das war wiederum gerade ziemlich dumm. Aber macht ja nichts draus. Ja, macht ja nichts draus, genau. Ich meine natürlich, macht er nichts, einfach nur. Komm, mach auf. Dankeschön. So, da aktiviere die Scheinwerfer. Nice. Wird doch mal lustiger hier. Was war das denn gerade, ey? Hm, da ist einfach mal zu weit geflogen. Eieieiei. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil der hat da auf jeden Fall automatisch gespeichert. Irgendwo. Ich hab Angst. So ein bisschen. Na komm, jetzt lad. Oh, hier. Und das ist ja perfekt. Mensch. Ja, weil ich eine Mission geschafft habe. Deswegen auch nur. Wie so ein Wal. Das ist walisch. So. So, jetzt aber. Okay, zeig mal her. That's the street. So, Herz. Nichts. Wie komme ich da runter? Oh Gott. Alter, ich hatte so eine Höhenangst, ne? Das ist der Wahnsinn. Okay, ich glaube, hier oben brauche ich gar nicht erst was machen. Ich glaube, da gehe ich doch lieber runter. So. Alles ein bisschen Schaden, ist doch scheißegal. Oh! Hier war ja einer. Upsi.
das wollte ich natürlich nicht jetzt hervorbringen. Komm. Jawohl. Was ist das denn da unten? Ha, okay, gut. Wo gehen wir jetzt lang? Wieso geht das immer weg? Das verstehe ich nicht. Ich muss da hinten. Sokolovs Haus. Ich warte noch ein bisschen. Da ist ja echt nichts mehr. So, nice. Haben wir geschafft. Nicht mehr viel Zeit. Ich weiß, die Folge ist auch gleich wieder vorbei. Aber vielleicht schaffen wir es ja. Jedenfalls noch eine Rune oder ein Knochenartefakt zu finden. Das dürfte jetzt auch die letzte Anhaltsstelle sein, wo wir jetzt sind. Da müsste der Rest eigentlich sein. Das werden wir im nächsten Part wahrscheinlich auf... Also ich bin der Meinung, auf jeden Fall schaffen. Das dürfte nicht das Problem sein. Da ist ja sogar schon eins, guckt mal. Das ist ja geschenkt. Ein Knochenartefakt. Das war's auch schon wieder. Dann ist es doch nicht der letzte. Zur Musik des Aufsehers. Ah, die alte Musik. Hier, könnt ihr was lesen. Bisschen was vor euer Gehirn tun. Ich mach das gleich, denn ich muss gleich was erledigen. Zwar kein Gehirnjogging oder so, aber ich muss gleich ein bisschen was arbeiten. Die Chancen stehen gut. Schnell, hoch da. Da hinten ist ein Knochenartefakt und ich muss zum Sokolovs Haus. Weiter und weiter, wie das Rad des Lebens. So ein wundersames Symbol für den Fortschritt durch Industrie und Entwicklung. Denken Sie dran, Wachmann. Sie müssen sich weiterdrehen. Es würde in Ihrer Akte schlecht aussehen, wenn die Fabrik stillsteht. Ausgerechnet während Ihrer Wache. Schalter will ich nicht benutzen. Brauche ich auch, glaube ich, gar nicht. Okay, ich speichere mal ganz kurz, weil ich glaube, ich komme auch so super rüber. Hat meiner Meinung nach sogar super funktioniert. Von der anderen Seite blockiert. Okay, ich könnte kotzen. Gut, dann machen wir es mal anders. Das sieht so aus, als wenn es klappen würde, was ich mache. Ist da jemand? Helft mir. Das sieht verdammt gut aus. Ein Weiner ist da. Halten Sie irgendwie die Ratten von mir fern, damit ich raus kann. Ich probiere jetzt mal was aus. Mal gucken, ob das funktioniert. Bitte kümmern Sie sich um die Ratten. Einer lebt.
Na komm, gib mir. Ah. So, hier noch ein Tagebuch. Tyrions Tagebuch sogar. Meine Fresse, krass. Aber wir haben jetzt solche. Oder so. Ja. Seuchenresistent. Weiner bewirken etwas weniger Schaden. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Unbedingt. Denn das kann mir echt scheißegal sein. Geld brauche ich jetzt auch nicht. Ich möchte einfach nur hier weg. Also ihr seht, wir rushen hier sogar so ein bisschen durch. Das ist sehr verwundernd. Ich dachte echt, ich würde jetzt hier länger dran sitzen an diesem Level. Aber ich bin der Meinung sogar, wir haben es fast geschafft. Fuck. Scheiße, der wird da hinten jetzt die Leiche auch sehen. Vergiss es, ich verschwinde. Schnell durch. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich dachte jetzt echt, das ist mein Ende. Haben die mich jetzt eigentlich entdeckt? Ja, ne? Geist ist jetzt vorbei. Das Geist-Gameplay. Das ist hart. Aber gut, was soll ich machen? Ich bin kein Zauberer, ich kann nicht alles. Muss man mit leben, leider. Aber ich glaube, ich hätte es auch auf Extrem spielen können, ehrlich gesagt. Aber ich will es jetzt nicht ändern, das ist ein bisschen doof. Ich bleib bei schwer. Kann ja sein, dass noch Stellen kommen, wo ich mir sage, boah, nee. Das wäre auf Extrem schon viel zu hart. Ein Knochenartefakt und eine Rune. Kommt das ungefähr hin? Ich denke mal, ja, es kommt ganz gut hin. Aber es kommt auch hin, dass ich jetzt den Part beende. Morgen gibt es ja wieder mehr. Gibt ja jetzt jeden Tag, ihr wisst ja. Und morgen werden wir auch dieses Level auf jeden Fall beenden. Das kann ja nicht sein, dass es jetzt dann noch 3 Parts dauert. Ist ja nicht das erste Level. Das erste war ja wirklich sehr groß. Aber hier ist es, glaube ich, nicht der Fall. Gut, wir sehen uns zum nächsten Part. Wir sehen uns morgen zu Dishonored 2. Haut rein und ciao. Dishonored 1 meine ich, sorry. Ciao. Tschüss.